Es geht um die Regulierung von Online-Inhalten in liberalen Demokratien. Eine vergleichende Analyse. Ich weiß, manche kennen sich da schon ein bisschen aus, vielleicht andere überhaupt nicht. Das Projekt hat im Juli 2012 angefangen und wird noch bis März 2015 dauern. Also sind wir noch ziemlich früh. Und es hat auch noch nicht viel wirkliche Ergebnisse, sondern meine erste Bestandaufnahme, die ich euch gerne präsentieren würde. Also kurz die Struktur der Präsentation, erstmal eine kurze Einführung, dann Stand der Forschung, was wir bis jetzt schon wissen. Dann der Ansatz unseres Forschungsprojekts mit der Fragestellung und der ersten Bestandaufnahme und dann noch eine weitere Einführung in die nächsten Schritte, die auf uns zukommen werden. Also, worum geht es bei der Inhaltsregulierung im Internet? Hier seht ihr zwei Cover von dem amerikanischen Magazin Time. Eins von 95, wo drauf steht Cyberporn, Exclusive, a new study. Ich kann es gar nicht mehr so richtig lesen. Wild it really is, genau. Diese Studie, also schon mal das Cover repräsentiert so ein bisschen, wie doch oft die Medien so ein Hype drum machen über Inhaltsregulierung, über die Gefahren im Internet. Und gerade bei dieser Studie, der Artikel dort drin, beruft sich auf diese Studie, die gemeint hat, dass, also gefunden hat, dass 83,5% aller Inhalte im Internet pornografisch sind und dass wir doch unbedingt unsere Kinder schützen müssen. Das hat dann eine riesen politische Debatte in Amerika ausgelöst und auch ein Gesetz, das Communications Decency Act, das alle kriminalisieren wollte, jede mögliche wenn man irgendwelche pornografischen Inhalte ins Internet stellt oder sowas, ne? Ups, Entschuldigung, das muss ich nochmal ausstellen. Ich muss nochmal kurz etwas in mein Setting, sonst fährt es das die ganze Zeit. Das ist normalerweise für mich. Ich hoffe, es ist wirklich ausgestellt. Wir werden es sehen. Naja, auf jeden Fall hat sich dann herausgestellt, dass die Studie eigentlich gefälschte Ergebnisse oder nur Teilergebnisse repräsentiert hat. Aber es zeigt doch gut, wie man durch diese sogenannten Moral Panics politische Ereignisse beschleunigen kann sozusagen. Auf der anderen Seite seht ihr ein Cover von Time vom Jahr 2006, auch wieder dasselbe Magazin, wo doch auch immer wieder beschrieben wird, wie großartig das Internet ist, wie großartig es ist für die Meinungsfreiheit und wie es doch jeden von uns, also jeden Individuum, empowert, also ermächtigt und dass wir doch unglaubliche Sachen damit machen können. Und unser Projekt bezieht sich eben auf dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite die Gefahren, die es im Internet gibt, und der anderen Seite doch auch diesen Hype um das Internet. Ganz spezifisch fokalisieren wir uns größtenteils auf Internetsperren, Netzsperren sozusagen. Die werden oft in Zusammenhang gesehen mit Ländern wie China oder Saudi-Arabien, die in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ziemlich sophistikierte Filterregimes aufgebaut haben. Aber es gibt jetzt auch immer mehr Forschung, immer mehr Analysen, die auch sagen, dass dies auch mehr und mehr der Fall wird in Demokratien, auch in liberalen Demokratien. Und dass es so eine Art von Norm Regression, also eine Regression der Norm gäbe, vom freien und offenen Internet in den 90er Jahren, das ziemlich wenig reguliert war, zu einem Internet, das immer mehr kontrolliert wird und eben auch immer mehr durch technische Möglichkeiten. Hier stellt sich auch die Frage, ob das nicht einfach, also das war ein amerikanischer Autor, Wu, der meint, dass dies vielleicht einfach der ganz normale Zyklus von Technologien ist, also dass eine Technologie oft sehr offen ist am Anfang und dann immer kontrollierter wird, immer geschlossener. Und dass das vielleicht auch mit dem Internet passiert, also dass es einfach älter wird und deswegen auch regulierter. Jetzt aber zum Thema Netzsperren in liberalen Demokratien. Gibt es sowas überhaupt? Es gibt viele Medienartikel, auch erste Analysen. Zum Beispiel Kinderpornografiefilter gibt es fast in jedem Land, also auch sehr stark in liberalen Demokratien. Auch gibt es immer also Zugangs- oder Inhaltsanbieter, wie zum Beispiel Deutsche Telekom oder eben Google, solche Unternehmen, die Inhalte im Internet vertreiben, haben ihre eigene Inhaltsregulierung und nehmen auch viele Inhalte raus.
Dann gibt es auch Beispiele von den sogenannten Three-Strikes-Gesetzen, also Gesetzen, die ganz massiv gegen Urheberrecht vorgehen wollen, erstmal so eine Art von genereller Überwachung einführen. Die gibt es zum Beispiel in Frankreich, Irland, in Großbritannien, wobei es da noch nicht umgesetzt ist. Und die nicht wirklich den Anschluss zum Internet oder zu den Inhalten blockieren, sondern den Internetanschluss des Users. Also sozusagen es dem Nutzer dann unmöglich machen oder sozusagen den Vertrag kündigen, damit er nicht mehr Zugang zum Internet hat, wenn er mehrmals, oft sind es dreimal, manchmal auch mehrmals gegen Urheberrechts verstoßen hat. Ein weiterer Ansatzpunkt ist auch, dass Filtertechnologien oft, also meistens stammen die aus dem Westen, zum Beispiel das chinesische Filtersystem wird größtenteils von Technologien von der Firma, der amerikanischen Firma Cisco betrieben. Das ist ein wirklich großer Markt, ungefähr wird geschätzt auf 100 Milliarden Dollar, was ja auch bedeutet, dass sicher werden diese Technologien auch in liberalen Demokratien benutzt und nicht nur gebaut, um an autoritäre Staaten zu exportieren. Dann gibt es auch noch, also DPI ist eine Art von Filtertechnologie, die sehr invasiv ist. Und die wird auch, gibt es erste Studien, die zeigen, dass diese doch sehr genutzt werden, zum Beispiel in Amerika, in Kanada, in Großbritannien und so weiter. Also das war jetzt als Einführung nur zum Stand der Forschung. Was wissen wir im Moment schon? Ganz generell über Inhaltsregulierung, nicht Inhaltsregulierung, erstmal Internetregulierung. Anfang der 90er Jahre war die dominante Perspektive eher die der Cyber Libertarians, dass es eigentlich keine staatliche Regulierung vom Internet geben sollte, sondern dass soziale Communities, also Online-Communities, selber ihre Normen machen sollten und diese dann umsetzen. Also das Motto war zu sagen, rough consensus and runny code. Solange wie der Code funktioniert hat, war es nicht nötig, dass irgendwelche Interventionen von Unternehmen und so weiter bestehen sollten. Im Laufe der 90er Jahre hat sich das Internet natürlich geöffnet, immer mehr Menschen nutzen es, immer mehr Unternehmen haben auch neue Business Models entwickelt, um das Internet zu nutzen. Und 1999 hat Lawrence Lessig, ein amerikanischer Jurist, ein ziemlich interessantes Buch geschrieben, das heißt Code and Other Laws of Cyberspace, in dem er eben meinte, dass es nicht nur Gesetze, soziale Normen oder Märkte gibt, die sozusagen soziale Verhaltensweisen regulieren, sondern eben auch Computercode. Und ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Facebooks Like-Button, der zeigt, dass man auf Facebook Sachen mögen darf, aber eben nicht, nicht mögen sozusagen. Also es gibt keinen Unlike-Button. Und so wird das natürlich reguliert in die Richtung, dass sich alle doch eher mögen sollten und so weiter. Und das eben durch technische Algorithmen. Und das ist auch, wo unsere Netzsperren natürlich ansetzen, indem sie Zugang zu gewissen Inhalten geben oder nicht, durch verschiedene Möglichkeiten der technischen Algorithmen. Stellt sich natürlich auch die Rolle des Staates. Was kann der Staat überhaupt machen im Internet? Hier gibt es zwei dominante Perspektiven im Moment. Auf der einen Seite die Cyberpaternalisten, die meinen, dass wenn der Staat nicht eingreift, dann ist das nicht, weil der Staat es nicht kann. Und das klassische Beispiel ist ja eben China, das in China kann der Staat, wenn er will, kann er Sachen regulieren. Aber dass er vielleicht keinen Will hat, also kein Interesse hat, aber dass es nicht ein Machtverlust ist. Auf der anderen Seite gibt es Autoren, die meinen, dass es eine radikale Änderung der Rolle des Staates generell gibt und dass es gerade um solche Sachen, also so öffentliche Public Goods, ich weiß es nicht, öffentliche Güter wie das Internet zum Beispiel zu schützen, ist es besser, koordinierte Aktionsräume zu schaffen, in denen verschiedene Akteure, die unabhängig voneinander sind, zusammenarbeiten, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt. Das ist im Moment auch eher das Modell der internationalen Regulierung des Internets. Und gerade bei Inhalten stellt sich natürlich die Frage, was kann der Staat, wo kann der Staat hier überhaupt ansetzen? Wenn wir ungefähr den mal konzeptualisieren, gibt es einen Nutzer, der seinen Computer benutzt und dann werden die Daten, die er kreiert oder die er abruft, durch seinen Dienstanbieter verteilt und dann ins weitere Internet geschickt, wo natürlich andere User sitzen in anderen Ländern und so weiter. Wo kann der Staat hier
hat er noch die Macht, direkt zu regulieren. Er kann natürlich probieren, die Nutzer zu regulieren. Er kann probieren, die technischen Hardware zu regulieren oder eben die Dienstanbieter. Aber alles, was außerhalb der Landesgrenze fällt, ist oft sehr schwierig. Was am effektivsten ist, ist generell bei den Internetdienstanbietern, also zum Beispiel Deutsche Telekom oder so, anzusetzen und dort direkt zu regulieren. Obwohl es natürlich auch Möglichkeiten gibt, im Computer, also dass der Computer selber reguliert wird, aber das wird oft dann auch von dem Nutzer beschlossen, sozusagen. So, Inhaltsrestriktionen. In den letzten, seit Juli bis Dezember habe ich mich größtenteils mit der Literatur beschäftigt und mal geguckt, was es überhaupt da so gibt, gerade zum Thema liberale Demokratien. Generell gibt es wenig zu liberalen Demokratien, aber es gibt erste Bestandaufnahmen von Filterregimen, oft mit einem Fokus auf autoritären Staaten, aber nicht nur. Und dann gibt es jede Menge juristische Analysen über die Legitimität und Rechenschaft von solchen Filtersystemen in autoritären Regimen, aber auch in Demokratien. Und hier geht es oft eben um die Vereinbarkeit von solchen Filtermechanismen, von solchen Netzsperrenregimen mit Meinungsfreiheit, Überwachung und so weiter. Auch mit dem Rechtsstaat, zum Beispiel, ob es ein faires Gerichtsverfahren gibt, bevor man der Internetanschluss gekappt wird und so weiter. Oder eben Fragen der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Tut der Staat immer mehr von seiner Verantwortlichkeit auf private Akteure übergeben? Oder sollte er diese Kompetenz doch noch behalten? Dann natürlich auch Fragen von Over- und Underblocking. Das Problem mit diesen Netzsperren ist, dass sie oft nicht sehr präzise sind. Und also sie werden immer präziser, aber gerade die ersten Mechanismen haben doch oft zu Überblocking geführt. Also dass auch Inhalte blockiert wurden, die eigentlich nicht blockiert werden sollten. Und hier habt ihr zwei Beispiele, einmal Wikipedia und einmal Michelle Obama. Wikipedia war 2006, glaube ich, in Großbritannien, wo es ein Filtersystem gibt, um Kinderpornografie rauszufiltern. Auf Wikipedia gab es ein Bild, das als Kinderpornografie eingestuft worden ist. Im Offline-Leben gilt es nicht als Kinderpornografie, aber durch das Mechanismus, wie dieses System eben... Dieses Plattencover, genau, von Scorpions. Das man ganz legal in jedem Laden kaufen konnte, aber online wurde es halt als Kinderpornografie eingestuft. Und durch die Art, wie das Filtersystem funktioniert hat, wurde dann eben der gesamte Edit-Zugang, also man konnte aus Großbritannien aus nicht mehr die Wikipedia editieren, was natürlich eine Riesenform von Overblocking war. Es wurde auch ziemlich schnell behoben. Aber es gibt halt immer wieder solche Vorfälle. Erst neulich Michelle Obama bei ihrem Speech bei der Democrat Convention in Amerika im September 2012 wurde ihr Speech im Online-Streaming auch einfach rausgefiltert, weil im Hintergrund irgendeine Musik lief, die eben von urheberrechtlich geschützt ist. Obwohl sie natürlich, also sie hatten natürlich die Rechte, diese Musik auch zu benutzen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Möglichkeiten, wie hier seht ihr diese Zwiebel, das ist das Tor-Netzwerk. Das ist ein internationales Netzwerk, das es möglich macht, solche Netzsperren oder auch andere Sachen zu umgehen oder anonym im Internet zu surfen. Also es gibt auch immer wieder, gerade für technisch advisierte Nutzer, die Möglichkeit, solche Sperren oder Filtermechanismen zu umgehen. Ein anderes Thema ist dieser Mission Creep auch, dass wenn man einmal irgendeine Form von Netzsperren implementiert, zum Beispiel für Kinderpornografie, kann man dies auch sehr, sehr leicht für andere Inhalte benutzen. Und da diese Listen auch oft geheim sind, gibt es eigentlich keine demokratische Kontrolle und niemand weiß genau, was auf diesen Listen ist. Weitere Frage ist die Territorialisierung des Internets. Ist es wirklich gut, wenn Staaten solche nationalen Filtergesetze aufbauen oder Filtersysteme, wobei es sich doch beim Internet um ein globales Medium der Meinungsfreiheit handelt und das auch von vielen Aktivisten als solches beschützt wird. Und natürlich ist es auch gerade in liberalen Demokratien, wenn dort Netzsperren implementiert werden, doch ein schlechtes Beispiel für autoritäre Staaten, wo man nicht unbedingt, also dass die auch oft kritisiert wird. Also generell ist die Literatur sehr, sehr negativ. Was auch, es gibt
Also das ist jetzt ein Zitat von einem Report ein Bericht der Vereinten Nationen, der 2011 rausgekommen ist und eben auch nochmal präzisiert hat, dass jede Form von Restriktion auch im Internet, also Restriktion zur Meinungsfreiheit, durch Gesetze verfügt werden sollte, legitim sein sollte, also dass es beschränkt sein sollte auf spezielle Gründe und dass es auch nötig und proportionell sein sollte. Also nur so als Erinnerung. Und das doch oft in der Literatur wird auch kritisiert, dass dies eben bei einigen Filtermechanismen nicht unbedingt der Fall ist. So, dies war jetzt eher der normative und deskriptive Aspekt. Was wir suchen, war auch mehr eine Art von empirischer Forschung. Und da haben wir leider sehr wenig gefunden, eben weil viel von der Literatur normativ und deskriptiv ist, weil es auch generell eben nicht wirklich ein großes Interesse für liberale Demokratien gab. Viele der Analysen sind eher themenspezifisch, nicht unbedingt auch auf Netzsperren oder Inhaltsregulierung, sondern eher auf der Regulierung von Urheberrechten, Glücksspielen, Kinderpornografie oder sowas bezogen. Was die Messung von Netzsperren angeht, ist das auch noch ein Problem. Hier gibt es erste Ansätze, erste Versuche, aber oft fehlen diese an Konsistenz. Also viele dieser Messungen gibt es erst seit sehr kurzem. Manchmal werden dann auch die Messungsmöglichkeiten geändert. Und dann stellt sich eben verschiedene Fragen der statistischen Validität, gerade wenn es Daten sind, die von den Nutzern selbst generiert werden. Dann gibt es die Open Net Initiative seit 2004, glaube ich. Das ist ein Konsortium von größtenteils nordamerikanischen Universitäten und Betrieben, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, global zu messen, wo es denn Netzsperren oder Filterregime gibt. Hier mussten wir leider feststellen, dass es für unsere Länder eigentlich sehr wenige konkrete Daten gibt, die wir benutzen können. Viele der Länder, die uns auch interessieren, zum Beispiel Spanien, Portugal, Irland und so weiter, wurden gar nicht in Betracht gezogen. Und in den meisten Ländern, Nordamerika hier, Australien oder Frankreich, Deutschland zum Beispiel, wurde überhaupt keine Art von Netzsperren gefunden. Das sind auch Daten von 2009, seitdem gibt es auch keine neuen Daten. Also eigentlich das einzige Land, das in unserer Gruppe fällt, ist Italien. Und da gab es wohl zwei Vorfälle von Netzsperren. Aus anderen Berichten wissen wir aber, dass es viel mehr Netzsperren gibt. Nur sieht man die eben nicht in dieser Art von Karten oder dieser Art von Messung. Also das ist auch ein Challenge unseres Projektes sozusagen. So, jetzt mal ganz konkret, wo es bei uns geht. Erstens, also es gibt sozusagen zwei Teile. Der erste Teil ist erstmal eine Bestandaufnahme von was es überhaupt gibt an Inhaltsregulierung und Netzsperren in liberalen Demokratien. Hier auch eben mit der Frage, was ist die Rolle des Staates versus andere Akteure? Gibt es so eine Art von Outsourcing der Rechtsdurchsetzung an private Akteure, also gewinnen private Akteure wie Internetdienstanbieter zum Beispiel an Wichtigkeit? Oder sollte vielleicht der Staat auch mehr eingreifen? Also gibt es sozusagen eine Art staatliche Schutzpflicht des offenen und freien Internets. Und was uns natürlich am meisten interessiert, ist, wie wir Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Also die erste Bestandaufnahme ist eher zu sehen, oh, was gibt es denn für Unterschiede zwischen den Ländern? Und dann der zweite Teil ist zu sehen, wie können wir diese erklären? Anhand von klassischen politikwissenschaftlichen Variablen, wie zum Beispiel institutionellen Faktoren, makroökonomischen oder politischen Faktoren. Und so wie wir das im Moment konzeptualisieren, ist, dass es schon mal ein bestehendes Policy Environment gibt, also es gibt schon bestehende Inhaltsregulierung. Ich werde auch noch auf jeden dieser Punkte noch mal zurückgreifen. Und dann gibt es ein neues sozusagen Policy-Problem, also ein neues politisches Problem. Das ist, dass eben diese digitalen Inhalte ganz anders sind als nicht digitale Inhalte und diese auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und es eben Akteure gibt, die Pro-Blocking hier mal, die sich gerne mehr Kontrolle wünschen. Auf der anderen Seite gibt es welche, die eigentlich gerne weniger hätten, aus unterschiedlichen Gründen. Diese interagieren oder interagieren nicht und daraus kommen dann wieder neue Policies sozusagen, also neue Regulierungsmöglichkeiten, die dann wieder zu den bestehenden dazu geführt wird oder diese modifizieren. Also wenn wir ganz unten anfangen mit dem Policy Environment,
Was gibt es schon an bestehender Inhaltsregulierung vor dem Internet? Es gibt natürlich eine ganze Menge von gesetzlichen Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch die Verfassung, durch Gesetze und so weiter. Zum Beispiel der Jugendschutz oder das Verbot von Volksverhetzung in Deutschland oder Frankreich, Verleumdung und so weiter. Also es gibt einige Einschränkungen hier schon. Es gibt natürlich auch die Medienregulierung, die oft auch eine Form von Selbstregulierung ist. Das sieht man hier an diesen Codes, die ihr manchmal, wenn ihr Fernsehen guckt, dann auch bei Filmen seht oder so. Und es gibt natürlich Regulierung von Unternehmen, wie zum Beispiel Werbung oder auch die Regulierung des geistigen Eigentums. Dies sind ganz separate Ansätze der Regulierung und oft beschränken die sich doch praktisch auch auf eine ganz spezifische Gruppe von Menschen, zum Beispiel Autoren, Journalisten, Unternehmen, aber nicht unbedingt alle Menschen. Außerdem sind sie sehr länderspezifisch. Es gibt keinen internationalen Konsens. Zum Beispiel bei Kinderpornografie ist das auch so, dass es gar keinen internationalen Konsens gibt, was denn überhaupt ein Kind ist, ab wann ein Kind, also ab welchem Alter sich das beschränkt. Auch gibt es Unterschiede zum Beispiel bei sogenannten Hassreden oder Volksverhetzung, die in Europa aus historischen Gründen kriminalisiert werden, aber zum Beispiel in Amerika überhaupt nicht. Deswegen ist es gerade beim Internet eben schwierig, wenn man dann grenzübergreifende Inhalte hat, diese dann zu regulieren. Und das ist eben unser Policy-Problem sozusagen, dass digitale Inhalte anders funktionieren. Erstens werden sie digitalisiert, also alles, was die Form von Text, Bild oder Ton hat, nimmt dann die Form von 1 und 0, also diese Bits, an. Und diese werden vernetzt durch das Internetprotokoll und so weltweit ausgetauscht. Und diese beiden technischen Prozesse, also die Digitalisierung und die Vernetzung, bedeuten, dass diese Daten sehr, sehr leicht skalierbar sind, also dass sie sich sehr schnell verbreiten können. Sie sind auch sehr leicht kopierbar. Das ist gerade zum Beispiel beim Urheberschutz ein ziemlich wichtiger Aspekt. Das früher hat man natürlich auch Kopien gemacht von CDs oder, nee, CDs waren ja schon digital, aber von zum Beispiel Schallplatten und so weiter. Aber die Qualität war eben nicht unbedingt so gut wie das Original. Heutzutage ist das ganz anders. Wenn man irgendein Lied im Internet kopiert, ist es genauso gut wie das davor. Sie sind auch persistent, das heißt, dass sie jedes Mal, wenn man etwas abruft, macht man schon eine Kopie und sie werden immer automatisch archiviert. Was auch heißt, dass es manchmal sehr schwierig ist, irgendwelche Inhalte aus dem Netz zu bringen. Aber auf der anderen Seite sind sie auch fast leichter zu kontrollieren durch die verschiedene Form von Filteralgorithmen. So, die Ausbreitung des Internets hat zu verschiedenen Formen der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung geführt. Hier seht ihr eine Karte von XKCD, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Comic-Dings, wo man sieht, dass die Welt im Internet doch etwas anders aussieht als die Welt im Geografisch, also wenn man andere Landkarten anschaut. Und hier wird eben immer so gezeigt, was es denn für große Online-Communities gibt. Man sieht, dass hier zum Beispiel Twitter, Skype oder Facebook ganz riesig sind. Und das wird immer, ist proportionell zu der Masse an Menschen, die solche Tools nutzen. Also im Internet gibt es eine ganz massive Ausweitung der Meinungsfreiheit im Vergleich zu was davor war, wo doch früher die Meinungsfreiheit offen dann eher die Pressefreiheit auch war, hat jetzt jeder die Möglichkeit, sich auf eins von diesen Foren auszudrücken, seine Meinung freizugeben. Und das ist ja gerade auch eins der Probleme, dass jeder alles sagt, was ihm so gerade durch den Kopf geht und es dann halt verschiedene Diskurse gibt, die nicht jedermann sehen will oder Bilder und so weiter. Aber natürlich ist es auch etwas sehr Positives, dass jeder Mensch eine höhere Möglichkeit hat, sich auszudrücken. Gerade in den letzten 10, 15 Jahren gab es auch eine große wirtschaftliche Interesse, also das gerade seit 2004 ungefähr, das Web 2.0 zum Beispiel, das sich größtenteils durch Werbung finanziert und auch sein Businessmodell darauf basiert, dass man immer mehr besser weiß, wer die Nutzer eigentlich sind. Also das ist ja gerade der Fall bei Google zum Beispiel oder Facebook und so weiter, die ihr Einkommen von, ich glaube, 95% ungefähr aus Werbung machen und dann immer probieren, das Profiling dieser Nutzer zu optimieren, weil sie eben die Inhalte, die von Usern oder Medien
gemacht werden, zu kommodifizieren, also in Profit umzuschlagen. Und das mit mehr oder weniger großem Erfolg. Dann gibt es natürlich auch die soziale Entwicklung, die Emergence von Online-Communities. Das sieht man natürlich gerade bei Wikipedia zum Beispiel, aber eben auch in unserem Fall die File-Sharing-Communities oder Gambling-Communities, die sich auch entwickelt haben. Natürlich immer wieder die Frage, passt denn unsere Vorstellung der Welt mit den geografischen und nationalen Grenzen, wie passt das auf so eine, auf das Internet? Und dann eben die Rolle auch von transnationalen Unternehmen, die größtenteils auch aus Amerika stammen, wo es eine bestimmte Rechtslage gibt, die aber anders ist als in anderen Ländern. Was wir dann auch sehen, ist, dass es neue Akteure gibt. Hier seht ihr Windsurf, das ist einer der Vater des Internets, einer der Ingenieure, der ganz massiv dazu beigetragen hat, es zu entwickeln und heute als Chief Internet Evangelist bei Google arbeitet und auch ganz massiv in Debatten rund um Internetregulierung involviert ist. Also Internetregulierung generell, aber auch Inhaltsregulierung. Und der eben zur technischen Community dazugehört, die doch eine ganz wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel ICANN ist das Numbering-System, also das ist so eine Art Telefonbuch des Internets, das Domain-Name-System, wo es darum geht, die IP-Adressen in Wörter sozusagen, diese Nummern in irgendwas menschlich Erkennbares umzuwandeln. Und das wird natürlich, das ist einer der ganz wichtigen Kontrollpunkte des Internets. Und da hat immer noch die technische Community sehr viel Einfluss darauf. Dann gibt es natürlich so ganz generell die Internetindustrie, die ja schon davor präsentiert wurde, Google, Facebook und so weiter. Auch die Sicherheitsindustrie, Unternehmen, die eben Programme anbieten, um Sachen zu filtern aus verschiedenen Gründen. Und es gibt auch seit einigen Jahren in verschiedenen Ländern immer mehr Anzeichen, dass es doch eine Art von digitaler Bürgerrechtsbewegung gibt. Also auch Menschen, die sich eben für die Meinungsfreiheit einsetzen, für Privatheit im Internet und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die alten Akteure, Staaten, Gerichte, der Verfassungsschutz, Urheberrechteinhaber, die sich ganz massiv vom Internet bedroht fühlen. Es gibt natürlich Kinderschützer, die auch finden, dass das Internet eine Gefahr ausstößt. Ich bin jetzt etwas verallgemeinert. Da gibt es natürlich auch Nuancen oder auch Medien, die irgendwie doch ihre Inhalte aus ihren Inhalten Geld machen wollen. Und hier gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten für Akteurskonstellationen. Auch gibt es verschiedene Formen von Internet-Interaktionsforen. Also auf nationaler Ebene gibt es in einigen Ländern neue Foren, die entstehen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es diese Enquete-Internet-Kommission, wo eben verschiedene Akteure zusammengebracht werden, um da mal zu diskutieren. Das gibt es nicht in allen Ländern, aber es gibt immer mehr Ansätze, dass das Internet und netzpolitische Themen doch auf der Agenda stehen, auch seit es die Piratenpartei gibt zum Beispiel, und diese Sachen auch in dem politischen Prozess debattiert werden. Viele Sachen werden auch auf europäischer Ebene debattiert. Also da gibt es ganz massives Lobbying. Im Moment ist es gerade die Richtlinie zum Datenschutz, die jetzt reformiert wird. Und da gibt es sehr viele Unternehmen, Aktivisten und so weiter, die sich hier einbringen. Und dann gibt es auch auf der internationalen Ebene noch zwei verschiedene Modelle. Auf der einen Seite das Intergouvernementale, also zwischen Staaten, wo eigentlich nur Staaten erlaubt sind. Und auf der anderen Seite eher so Multi-Stakeholder-Models, wie zum Beispiel das Internet Governance Forum, die offen sind für alle Akteure, aber leider eben auch keine wirklich binding decisions machen können, also keine verpflichtende Entscheidung, genau, danke. Und im Moment ist die Internetregulierung eben eigentlich so, dass es der Status quo erhalten bleibt, also dass es immer noch eine starke US-Dominanz gegenüber den kritischen Internetressourcen gibt. Aber in vielen Ländern sehen wir auch wieder eine richtige Politisierung, gerade um Inhalten. Hier ganz oben habt ihr Zensur Solar, das ist die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen, die ein Netzsperrengesetz in Deutschland implementieren wollte. Es wurde auch angenommen, aber danach wieder
zurückgenommen, ja. Ich habe immer englische Wörter im Kopf. Es gibt natürlich viele Debatten um Online-Obscenity, also Obszenitäten, Kinderpornografie und so weiter. Auch über Urheberrechte, das sind richtige Kriege fast schon. Oder auch über Netzneutralität. Was bei der Netzsperren interessant ist, gerade in diesem Fall, war, dass es dann auf europäischer Ebene eine Richtlinie gab, die auch Netzsperren für Kinderpornografie installieren wollte. Und hier wurden dann auch dieselben oder ganz ähnliche Aktivisten mit und Bilder mobilisiert. Das Resultat von allen diesen verschiedenen Akteuren, die miteinander interagieren, manchmal sehr, auf sehr politisierte Weise, manchmal nicht, ist natürlich, dass es dann verschiedene Formen von Policies, also Regulierungsmöglichkeiten gibt. Und hier gibt es größtenteils drei Formen, wobei es da auch Nuancen gibt: die Selbstregulierung, staatliche Regulierung oder Co-Regulierung. Und eben auch verschiedene Möglichkeiten der Durchsetzung. Es gibt hier zwei große Modelle. Auf der einen Seite, ich komme später nochmal zu den drei zurück, auf der einen Seite das Notice-and-Takedown-Regime, wo es darin geht, die Inhalte zu entfernen. Und auf der anderen Seite die Netzsperren, wo es darum geht, die Inhalte zu blockieren, aber sie nicht, also sie bleiben noch im Netz, sie werden noch nicht entfernt. Manchmal werden sie auch entfernt. Und ganz generell gibt es eigentlich relativ wenig direkte staatliche Regulierung und eine gewisse Dominanz von privaten Akteuren. Also zur Selbstregulierung gibt es erst einmal verschiedene Möglichkeiten der internationalen Kooperation. Das klappt eigentlich ganz gut bei Sachen wie Spam oder Phishing, also diese falschen Banking-Seiten, die gemacht werden, um an Passwörter zu kommen und so weiter. Da funktioniert es, also gibt es auch Studien, die zeigen, dass gerade bei Phishing-Seiten diese innerhalb von 24 Stunden dann aus dem Netz genommen werden. Aber bei Kinderpornografie kann es manchmal noch bis 40 Tage, also viel, viel länger dauern. Bei Urheberrechtsverletzungen oder Gambling ist es auch ziemlich problematisch. Also da funktioniert diese Kooperation noch nicht so gut. Dann gibt es natürlich internationale Akteure wie Google, Facebook und so weiter, die selbst ihre Content Policies Teams haben, die auch oft mit Strafverfolgung kollaborieren. Aber wo es eigentlich, also wo diese Unternehmen eigentlich machen können, was sie wollen, mehr oder weniger. Und dies eben auch mit weltweiten Auswirkungen. Also das heißt natürlich, dass die Art und Weise, wie Google, Facebook oder Twitter Sachen regulieren, auch Auswirkungen haben kann in ganz anderen Ländern. Da gab es das Beispiel von gerade Aktivisten, die Facebook genutzt haben in Ägypten oder Tunesien und wo dann auf einmal ihre Profiles gecancelt wurden und sie dann keinen Zugang mehr hatten. Und das ist natürlich auch manchmal problematisch. Und dann gibt es natürlich auch auf nationaler Ebene, gerade in Großbritannien, das CleanFeed-Modell, wo eigentlich sogenannte quasi öffentliche Institutionen etabliert werden. In Großbritannien ist es das Internet Watch Foundation, die Beschwerden sammelt von Internetnutzern und diese dann direkt an die Internetdienstanbieter weitergibt, ohne dass es dafür wirklich eine gesetzliche Grundlage gibt. In Amerika ist die Form der Selbstregulierung auch am meisten verbreitet, aber nicht, weil nicht probiert worden ist, es durch gesetzliche Regulierung zu machen. Aber hier in Amerika gab es immer das Problem, also in den USA, dass die Gerichte diese Gesetze dann gekippt haben, weil sie gegen das First Amendment, also der Schutz der Meinungsfreiheit, verstoßen haben. Dann gibt es auch Anzeichen eben einer ganz massiven Nutzung von Deep Packet Inspection, diese ziemlich invasive Filtertechnologien, die auch größtenteils unreguliert wird, also in den meisten Ländern. Ich glaube, es gibt nur in unseren Ländern nur, in Kanada gibt es erste Anzeichen von Regulierung und in den Niederlanden. Dann eine andere Form ist die gesetzliche Regulierung. Und eines der ersten Sachen, die Staaten reguliert haben, die in den 90er Jahren nicht wirklich viel regulieren wollten im Internet, war eben die Haftung von Providern. Sollten Provider haftbar sein für die Inhalte, die sie vertreiben oder nicht? Und da wurde in den meisten Ländern eben entschieden, dass sie nicht haftbar sind, solange sie diese Inhalte aus dem Internet nehmen, wenn ihnen gesagt wird, dass diese Inhalte gegen Gesetze verstoßen. Das ist das sogenannte Notice-and-Takedown-Regime, das in Amerika schon
1996 implementiert worden ist und auch auf europäischer Ebene in den Jahren 2000 und dann später auch in den meisten Ländern umgesetzt wurde. Dann gibt es nationale Sperrgesetze. Die sind teilweise gescheitert, wie ich gerade gesagt habe, auch schon in den USA, am First Amendment zum Beispiel. Oder erst neulich in Australien. In Australien gab es ziemlich lange, jahrelange Debatten. Und im November letzten Jahr wurde doch entschieden, dieses Gesetz nicht zu implementieren. In Deutschland wurde es dann ja auch gekippt, auch dadurch, dass es einen Koalitionswechsel gab. Wobei in anderen Ländern haben diese Sperrgesetze ganz gut funktioniert, wie zum Beispiel in Frankreich, Italien, in Island gibt es im Moment auch Diskussionen, sowas einzuführen. Und eine andere Möglichkeit ist eben die indirekte Regulierung. Das ist zum Beispiel der Fall, das in USA wieder ein gutes Beispiel, wo Glücksspiele, also illegale Glücksspiele, die in anderen Staaten angeboten werden, wo die amerikanischen Behörden keine direkte Kontrolle darüber haben und diese auch nicht wirklich filtern wollten, dass sie ja keine rechtliche Grundlage dafür hatten und dann eben beschlossen haben, den Finanzsektor da zu regulieren und das Kreditinstituten zu verbieten, dass amerikanische Nutzer per Kreditkarte zahlen für solche Transaktionen. Hier ist es auch ganz interessant, weil gerade im Januar hat die Welthandelsorganisation entschieden, dass diese Form der Regulierung ganz massiv, also es gab eine Beschwerde von einigen Inselstaaten wie Antigua und Barbados vor der Welthandelsorganisation, die argumentiert haben, dass diese Form der Regulierung ganz massiv ihre Wirtschaft beschädigt hat, die sich größtenteils auf dem Anbieten von solchen Glücksspielen basiert hat. Und jetzt hat die Welthandelsorganisation entschieden, dass Antigua das Recht hat, gegen das amerikanische Urheberrecht zu verstoßen. Also sie könnten sozusagen ganz legal eine Webseite wie Pirate Bay, also irgendwelche amerikanischen Filme anbieten und diese dann verkaufen, um den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Also auch ganz interessant zu sehen, dass es doch eine Art von Wechselwirkung gibt zwischen diesen verschiedenen Inhalten. Auch in den USA, aber auch in anderen Ländern gibt es auch einige Gesetze zur Überwachung, zur Bekämpfung von Terrorismus und so weiter, die auch dazu führen können, dass gewisse Inhalte, dass die Nutzer gar nicht unbedingt diese Inhalte anbieten werden. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Regulierung, die Koregulierung. Das ist eher im Moment so das europäische Modell, in dem Staaten und private Akteure kooperieren. Also zum Beispiel in Skandinavien gibt es die Kooperation zwischen der Polizei und Internetdienstanbietern, wo die Polizei eben Listen, diese Sperrlisten erstellt und sie an Internetdienstanbieter weitergibt. Oder in Deutschland gibt es die freie Selbstregulierung Medien, oder wie war es, Björn? Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia. Multimedia, genau, danke schön. Die auch gesetzlich anerkannt wird. Und hier also gibt es auch einige Akteure, die einige Autoren, die argumentieren, dass das eigentlich das beste Modell ist zwischen den zwei anderen, aber nicht unbedingt das verbreiteste. Und jetzt nur zu den nächsten Schritten. Wie gesagt, es gibt vieles zu sagen, vieles zu erforschen. Das ist jetzt noch alles ziemlich explorativ. Ich denke, dass ich in ein oder zwei Jahren hoffentlich konkretere Angaben geben kann, aber es gibt eben neue Akteure, Interessen, Konstellationsmöglichkeiten, die zu neuen Gesetzgebungen oder der Implementierung von Netzsperren auch ohne Gesetze führen. Eine ganz signifikante Rolle spielen Gerichte oder die Verfassung. Auch gibt es eben diese neuen oder neuartigen, diese quasi öffentlichen Institutionen, die eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur nationale Prozesse, sondern eben auch transnationale Prozesse sind ganz wichtig und es gibt eben auch so eine Art Wechselwirkung zwischen verschiedenen Policyfeldern, wie gerade das Beispiel von Antigua und Amerika gezeigt hat. Das, ja, bin gleich fertig. Die nächsten Steps, das ist jetzt seit Januar, haben wir angefangen mit der Datensammlung. Noch nicht wirklich mit der Analyse, aber weil es eben ganz unterschiedliche Daten auch gibt, um erst einmal zu schauen, was gibt es denn für Messung von staatlichen Interventionen in der Inhaltsregulierung im Internet. Was gibt es für Gesetze, Gesetzesvorhaben? Was wir auch anschauen, ist zum Beispiel Anzeichen von Entfernungsanfragen. Wie oft gibt es gerichtliche Beschlüsse, die eben gewisse Inhalte aus dem Internet nehmen wollten? Was gibt es für Filtersysteme und so weiter? Und das wollen wir dann analysieren mit, also vergleichen mit institutionellen Variablen. Zum Beispiel sind es
gibt es Verfassungen in den Ländern oder nicht? Was gibt es für politische Parteien? Also diese ganzen klassischen Variablen. Sozioökonomische Variablen, wie wichtig, wie groß ist eigentlich die Internetindustrie in den eigenen Ländern, in den verschiedenen Ländern? Was gibt es da für Interessen? Also zum Beispiel gerade die Internetverbreitung ist in unseren Ländern sehr unterschiedlich. Griechenland war, glaube ich, am wenigsten 53% Internetverbreitung und Island 97%. Also wie wichtig das Internet in den einzelnen Ländern ist, könnte hier auch relevant sein. Und dann eben auch politische Variablen wie Diskurse, Ideen, die ganze Politisierung um diese Prozesse. So, Dankeschön.